Rennen um 8, Heimspiel Frankreich. Jo. Auf geht's. Dritter Sieg in Folge, Fragezeichen. Monaco-Kanal da relativ erfolgreich und jetzt soll's in Frankreich mit dem Heimspiel, mit dem nächsten Sieg weitergehen. So, die Wettervorhersage trocken, sehr gut. Auf geht's, erstes Freitraining. Willkommen in Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard zu einem spannenden freien Training, das bestimmt ein ebenso spannendes Rennwochenende einläuten wird. Stefan Römer sitzt neben mir und wird uns durch das heutige freie Training begleiten. Vielen Dank, dass du hier bist und sag mal, worauf sollten wir heute unsere Aufmerksamkeit richten? Ich denke, wir sollten uns heute das gesamte Feld ansehen und darauf achten, wie weit die Autos mit einem einzigen Satz Reifen kommen können. Während alle verschiedene Einstellungen und Treibstoffmengen ausprobieren werden, kann man definitiv Trends für jede Reifenmischung erkennen, wenn man aufmerksam ist. Dadurch können wir uns ungefähr ausrechnen, wie lange die Fahrer später am Renntag draußen bleiben können. Genau so ist es. Jetzt gucken wir mal das Wetter noch im freien Training an. So, wir haben kurz genug Wetter. Trinken 1 trocken, Trinken 2 trocken, Trinken 3 trocken. Alles klar, komplett trockenes Rennwochenende. So, Setup auswählen. Haben wir denn schon das Frankreich-Setup? Hier. Und hier wollen wir natürlich. Klar. Okay, we'll alter the setup of the car. Ah, gerade beim Heimspiel fürs Team wollen wir natürlich hier das nächste. Rennwochenende erfolgreich angehen. Wie gesagt, Monaco Doppelsieg, Kanada gewonnen und jetzt in Frankreich mit dem nächsten hoffentlichen Doppelsieg. Also sehr verwirrende Strecke auf jeden Fall. Also die Streckenführung, klar, diese ganzen blauen Linien und alles drum und dran. Das macht sich einfach, aber ja. Der weite Auslaufzone. Ich fand morgen die Kurve tatsächlich deutlich einfacher. Aber wir müssen es jetzt nehmen, wie es ist. Und versuchen, so erfolgreich wie möglich zu starten. Ich glaube, Frankreich hat bis jetzt noch kein Rennen gewonnen. Das soll sich spätestens am Sonntag dann ändern. Aber dazu müssen wir jetzt mal gucken, wie weit wir hier mit dem freien Training durch sind. Moment. So. Die lange gerade und dann geht es hier schon Richtung Infield. Die Strecke ist hier umgebaut worden durch die neue Boxengasse. Alle warten natürlich, bis es ja nicht dann losgeht mit der Formel 1 und es soll auch demnächst losgehen. 5. Juli soll es ja. Losgehen und Ende des Monats kommt ja, glaube ich, das Neue schon raus. Soll ja das etwa 2020 rauskommen? So. Schön die erste Runde angehen. Und die erste Bestzeit als 34,8. That lap puts you at the top of the table.
So, nächste Bestzeit, erster Sektor. Kanada hat ja diese Strategie auch mit dem Medium zu starten einen Sieg gebracht und dadurch können wir mit der Software halt relativ viel machen. Hier sind die Kurven ja auch nummeriert, weil gerade T11, also Turn 11, Kurve 11. Dann müsste das jetzt wirklich die Kurve 12 sein. Ja. Hier ist die Boxeneinfahrt, die war ja aber normalerweise hier hinten. Also quasi hier rechts rein. Das haben sie ja geändert und die neue Bestzeit ist 34,2. Da fühle ich mich auf dieser Strecke auch relativ wohl. Da habe ich immer gute Ergebnisse geholt. Damals hat die Rückkehr in die Sonntagsliga ja mein erstes Podium sogar hier geholt. Mit P3. Da hat er einen grünen Tisch am Ende. Mein erstes offizielles Weiter ist hier in Singapur. Wieder ein bisschen Zeit rausholen. Jetzt geht's weiter. Zweiter Sektor. Haben wir Violett. Und jetzt müssen wir es mit in den letzten Sektor nehmen. Hamilton auf 2 momentan. Doch nichts zu sehen von seinem Teamkollegen. Und das wird nochmal eine gute Sekunde vorher werden. 33,7. Nochmal in den Versuch die Bestzeit gesetzt. So. So far our fastest lap is a 1:33.7. So, dann sind wir da durch. Auf 6. Mit uns die beiden McLaren. Oh, es heißt auf zeitgleich. Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top. Aber auf Soft. Richter, Sainz Junior und Sergio Perez. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja, genau so ist es. Bunt gemischt. Alle drei Reifenmischungen verwendet. Soft, Medium, Hard. Alles vertreten unter den Top 10. Gut. Gucken wir mal, was das zweite freie Training gleich sagt. Auch da werden wir irgendwann Medium fahren, würde ich sagen. Oder wie schaut einfach mal, was die harten Reifen raushauen. Ich meine, die werden wir eh nicht verwenden im Rennen. Das ist schon mal klar. Gut, Training 2. So.
Ich habe gar keine harten Mischungen zur Verfügung. Wir haben nur die eine, die wir am ersten freien Training von McGowan haben. Okay, dann brauchen wir sie nicht. Gut, dann fahren wir mit den Reifen einfach jetzt unsere Zeit. Ich habe gesagt, 33,7 sind wir gefahren eben. Naja, schauen wir mal. Aber wahrscheinlich hat der Motor nicht ganz so rund zu laufen, wie er sollte. Gerade wenn im Leerlauf jetzt, das hört man so ein bisschen. Hört das gerade? Mal sind wir auf Fett wieder. So, guck, was die Zwischenzeit jetzt sagt. Klar, schnellster 54,8. So. Zeit mitnehmen. So, mal gucken. Kein Quersteher gehabt. Scheiße. Jetzt hat er wieder ein bisschen rausgeholt jetzt. Und 33,5. So, gut rausgekommen. So, bis der zweite Sektor. Vielleicht kriegen wir es auch noch geknackt. Ein bisschen gedrückte Zeit.
within the next two laps. Ja. So. Gut, gucken wir uns den Motor, ob wir den tauschen könnten. Theoretisch. So, we'd like to run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. Brauchen wir gar nicht. Meckert jetzt schon wieder. So. Besser werden wir eh nicht, aber gute Zeit auf jeden Fall. Bin zufrieden. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Magnussen und Sebastian Vettel. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Genau so ist es. Training 3. So, auf geht's. So, Moment, da wollte ich hin die ganze Zeit. Oder? Warte mal. Ja. Wo war das denn? Geht gar nicht, ne? Wir können gar nicht entwickeln, können nur ein Bildschirm entwickeln. Dann. Okay, gut. Das war eigentlich der Plan. So, okay. Reifenauswahl. Das ist rot und gib ihm. Off. Konzentrieren gerade.
so. Na? Fast eine Sekunde schon als eben. Das hat es auf jeden Fall Zeit gekostet. Jetzt sehen wir mal beide Sektoren violett. Okay. Da wollte mir denn doch keinen Platz machen. Da wollte er doch keinen Platz machen. Naja. We're low on fuel. Box in the next two laps, please. Gut, jetzt sind wir durch im Training. Nichts zu sehen vom Filmkollegen, okay. 13. Es
Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Sainz Junior und Pierre Gasly. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Jo. So, das war's. Jetzt kann man nicht alles Auto entwickeln. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. So. Zurück. Und dann sehen wir uns morgen wieder.